Berge geholfen. Aber es müsste sofort sein. Makano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Ich danke Ihnen, Pater. Ja, ja. Erlege Tommy Makano. Das ist ja spannend. Das muss ja hier in der Ecke gleich sein. Rede mit Vater James. Ich habe ihn sterben gesehen. Geh und bedanke dich bei Vater James dafür, dass er dir mit Alvarez geholfen hat. Dann geh mal gleich wieder rein. Ist auch Hallo, Freund. Hallo. Ich habe Alvarez aus der Stadt geschafft. Gut. Er meinte, du hast ihm das Leben gerettet. Na, ich habe ihn nur von Makanos Leuten weggeholt. Dem Herrn sei Dank. Ich will ihm mal was fragen. Weißt du eigentlich, wie Sal Makano es geschafft hat, diese Stadt unter seine Knute zu bringen? Hat mit seinen Brüdern ein paar Typen gekillt und den Laden übernommen. Er hat seinen eigenen Vater verraten, Lincoln. Hat zugesehen, wie er verreckt ist. Und dann hat er alle umgelegt, die ihm im Weg waren. Reihenweise hat er Leute abgeschlachtet. Und jeder, den er irgendwie für gefährlich hielt, musste dran glauben. Woher wissen Sie das? Von anderen Priestern. Das Beichtgeheimnis ist nicht jedem heilig. Ich bin nicht blöd, Lincoln. Du bist ein Verbrecher. Sammy war ein Verbrecher. Da mache ich mir schon lange nichts mehr vor. Brauchst du nicht zu glauben. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob einer ein Krimineller ist oder ein Sal Makano. Ich bin kein Sal Makano. Das sagst du jetzt vielleicht. Aber was ist, wenn das hier vorbei ist? Wenn dir niemand mehr im Weg steht? Weiß ich noch nicht. Du bist ein guter Kerl, Lincoln. Ich weiß, das klingt komisch angesichts all dessen, was du auf dem Karpolz hast, aber es ist so. Du hast das Zeug zum anständigen Menschen, ich habe es gesehen. Doch die Entscheidung, wohin dein Weg geht, liegt bei dir. Du hast die Wahl, ob du dich von all dem blenden und verführen und verschlingen lassen willst. Ob du zu dem werden willst, was du eigentlich hast. Das stimmt. Padre, das stimmt. Aber das werde ich nicht. Definitiv nicht, Darling. Lapisan. Mein Name ist Lincoln Clay. Nee, wir haben erledige Tommy Makano. Ja. Ich kill jetzt erstmal Tommy. Und dann kriegt Vito das Gebiet. Und dann geht's weiter. Und dann wird Vito hoffentlich nicht mehr so stinkig auf mich sein. Entschuldigung. Und dann ist alles tutti frutti. Dann hat jeder zwei Gebiete, glaube ich. Zwei oder drei Gebiete. Zwei. Kann hinkommen. Und dann ist alles entspannt. Na, das will ich doch gar nicht machen. Ich will das machen. Ich will das hier machen. Spiel. Ich möchte das tun. Nicht das, was du sagst. So, Donovan. Butterblümchen. Butterblümchen. Tommy Makano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Ja, was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht?
Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Goodbye, Darling. Achso, das ist ja hier. Nicht gleich, aber ums Eck quasi. Manchmal würde mich echt interessieren, wo die Leute so hinfahren, ne? Ich meine, du siehst sie ja immer auf der Map und dann sind sie irgendwann bestimmt ganz dein Ernst. Schicken Sie Ihre Männer! Sofort! Es kommen Meldungen rein über eine Fahrerflucht in River Row. Falls jemand in der Nähe Zeit hat nachzuschauen, immer zu. Tja, blöd nur, dass ich jetzt schon lange weg bin. LC heißt er. Ah ja. LC, hi. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, LC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Folge mir einfach unauffällig in mein Auto. Das hier irgendwo draußen steht, hoffentlich. Hoffentlich steht mein Auto hier irgendwo. Gelbe Kutsche und so. Hallo. Wo ist mein Auto? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist mein Auto schon wieder hin? Das meine ich. Manchmal ist das Auto einfach weg. Ja, weg. Husch. Dann darf ich hier irgendeine Schrottkiste nehmen. Kotze ich doch im Strahl. Ich habe mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert. Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte. Will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt.
6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig rafft. Ich will dein Fahrstil nicht kritisieren, aber du solltest besser aufpassen. Naja, wie ich schon sagte, er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Heißt, du musst nur die Kämpfe gewinnen. Oh, ich muss boxen. Oh, 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 oh. Da muss ich ja Alt drücken. Das wird hart. Alt ist so im toten Winkel. Wir baut denn solche Straßen mit solchen Gefälle? Mal ohne Spaß. Wir vernehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Okay. Dann auf zum Nebeneingang. Hi, Boys. Warte, Altie. Wer zur Hölle ist das? Das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring aufhauen, Ochse. Rein mit dir. Hey, kenn ich dich? Die Umkleidekabine ist da hinten. Haltet euch zurück. Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Das ist mies. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Elsie? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, Elsie? Ein Neun. Der Neue sieht zwar stark aus, aber ich setz weiter auf den Brawler. Oh, Babe, fragen, zieh dich aus, bitte. Was denn? Alle Nigger drauf, sich gegenseitig die Scheiße aus dem Arsch. Oh, bitte. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Lincoln, komm, du musst leider so ein bisschen um die Bank rumlaufen. Ich komme ja schon. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sagen? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Rein da, Fleischklops. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs. Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bowman ist 1,90 groß. Und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jackknife Johnson. Bruder, du schaust auf den Rücken. Mach dir die Zähne ein. Toter Bruder, hier drüben. Scheiße. Oh. Pussy, du sollst kämpfen. Ich wusste doch, dass Alt reinkommt. Verdammtes Alt nochmal. Was sind das denn für gottverdammte Anfänger da? Ein Scheißkampf. Wir haben unseren Sieger in der rechten Ecke. Jackknife Johnson. Ja, klatsch mal ein bisschen mehr, Freunde. Unser nächster Kämpfer kommt aus Baltimore.
Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler! Bumble war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Hör auf, mich knutschen zu wollen, es reicht langsam. Was soll denn das sein? Ich hab gesagt, schlag den Motherfucker! Ach komm. Tritt ihm in den Arsch! Mach ihn platt! Was wird denn das hier? Kachinga! Jack Nicholson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion! Yes, sexy baby! Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Bayou! Der Rüpel von River Row, euer Champion! Weiß, warum man ihn den Totengräber nennt. Weil Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Okay. Kein Ding. Hi, Boy. Prüg ihn den Schwanz aus dem Leib. Mach ihn alle! Na komm. Pussy, du sollst kämpfen! Kachinga! Wir haben einen neuen Champion, Mr. Jack Knife Johnson! Jaha! Na, ein bisschen mehr klatschen bitte, Freunde! Ein bisschen mehr geklatscht wird schon, das ist ganz schön. Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht, nachdem du ihm so den Arsch versohlt hast. Ihr Neger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt verdient. Oh, ist der hot. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Oh shit. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker. Jetzt werde ich auch noch verbrannt, oder was? Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. I need help now. Und du? Du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Schade, das wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Beine brennen, dich eine Erkenntnis, die einen Faustschlag treffen. So dass du noch spüren wirst, wie dein Pimmel verbrennt, bevor du abkratzt. Dein Niggerschwanz wird sich einrollen und verschrumpeln, wenn die Flammen ihn verzehren. Der Schmerz. Durchlöchert das Arschloch! Ich schieße! Komm her, Schätzelein. Komm her, Baby. Ich muss das nicht tun. Wir können das bestimmt irgendwie klären. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe.
Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Bloß nicht verbrennen! Bitte! Schönen Gruß an Lou. Sag ihm, Sal kommt auch bald nach. Ich war so nett und habe ihn erschossen. Fang an zu beten! Gib mir Feuerschutz, solange ich da bin! Du geisteskrank? Bisschen. Scheiße. Mal sehen, ob dein Blut tot ist. Schnappt euch, ihr dämlichen Hurensohn. Ich gehe. Scheiße, du Arsch. Er hat mich unter Beschuss. Schieß, Babe, komm. Babe, komm schon, komm schon. Schieß einfach. Die ganze Scheiße an der ihm zu verdanken. Scheiße, ich muss so runter. Gib mir das! Treffe dir von der anderen Seite vor! Was haben wir denn hier? Ach, gar nichts. Scheiße, Alter. Sag dir mal, ich hab eine Nacht. Oh, sieh mich weg, getan hab! Granate! Wir sterben wie die Fliegen! Scheiße, hier ist da einer. Komm, geh. Bisschen. Oh, der Junge kann echt schießen. Ach, Scheiße. Lauf, Babe. Komm, Babe. Schätze, ich gehe vor. Ja, bitte. So, schnell den Scheiß hier mitnehmen. Jetzt seht mal, was wir hier haben. Das wird ein Spaß. Scheiß die Wand an. Nein, Lincoln Baby. Komm schon. Das sind aber super viele Leute, ey. Musst du mal reinziehen. Man kann es halt nicht wirklich rausschleichen, ne? Siehst ja auch kaum was wegen dem ganzen Feuer. Schon nicht so schön, möchte ich sagen. Nicht so schön. Ich mach dich kalt, Arschloch. Ist in Ordnung, versuch's mal. Mach mal bitte. Nein, ey, Babe, ehrlich, Spaß. Bisschen. Granate! Weg hier! Scheiße, er macht uns fertig! Bisschen. Oh. Mich hat erwischt. Bin schwer verletzt. Alle um! Ist tot.
Würde ich sagen. Du bist nicht so gerissen. Schieß auf ihn! Ah, du hast mich erwischt! Er hat keine Munition mehr! Los, los, los! Scheiß Granate! Granate frei aus! Auf Granate! Whoops. Scheiße. Nein, Lincoln, Babe, komm schnell. Scheiß die Wand an. So langsam reicht's mir. Ich hab den Bastard in die Luft. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Schnell raus. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Babe, komm. Fahr los! Ich glaube, meiner einer sollte niemals den Fluchtwagen fahren. Das geht für keinen gut aus. Komm, Bleifuß, Baby, Bleifuß. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu verdächtigem Ver- Sehr gut. Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Habe ich vergessen. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Marcano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Ach, mein Spardreh. Gut, bringen wir es hinter uns. Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Ich habe kein Problem damit, Kleinkram zu machen, solange es fair dabei zugeht. Es ist doch so. Wenn du wen holst, um dir ein Viertel zu sichern, gibst du es ihm auch. Ist doch klar. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin oder her lenken. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Wusste gar nicht, dass du in dem Viertel aktiv warst. Hat Spaß gemacht. Wieso solltest du dieses Mal zur Abwechslung eine kluge Entscheidung treffen? Vito ist der Mann für diese Gegend. Danke dir. Mein Leben lang wurde ich immer von irgendeinem Arsch ausgenutzt. Aber was wir hier machen, hat Zukunft. Uns wird so schnell keiner mehr verarschen.
Dachte schon, ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Ich hätte gern mehr Geschäfte. Und mit mehr meine ich alle. Aber scheiße. Warte ich eben, bis einer von euch zwei abkratzt. Kritiker Gott, wie sind wir nur mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Hätte geschworen, Scaletta haben sich schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Das war eine reife Leistung, Junge. Ein Traum, fast wie im Märchen. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben, Marcano die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen, darauf können wir stolz sein. Ich geb's zu. Ich hatte Zweifel, aber das ist vorbei. Du hast alles gehalten, was du versprochen hast. Es ist toll, dass ich hier mitmachen kann. Wir haben bewiesen, dass Marcanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Amen, Bruder, Amen. Und jetzt machen wir Mein Name ist Lincoln Clay.